Willkommen zur Katzenvermittlung im März und April. Und wir wollen auch gleich anfangen, und zwar mit der Suzuki. Die Suzuki ist etwa 14 Monate alt und seit rund 4 Monaten bei uns im Tierheim. Silke, was haben wir noch für Infos? Ja, sie ist ursprünglich gefunden worden. Und obwohl sie noch sehr jung ist, ist es schon so, dass sie eine sehr charakterfeste Katze ist. Das heißt, sie möchte keine anderen Katzen neben sich. Sie ist schon eine Einzelkatze, möchte ein bisschen die Prinzessin sein. Lässt sich zwar gut bestechen, ist auch sehr verspielt. Allerdings ist sie doch sehr schnell überfordert. Und sie ist auch so ein bisschen zickel, ne? Ja, deswegen. Also ich glaube, häufig kommt das auch aus so einer Unsicherheit heraus. Aber es sollten halt keine Kinder im Haus sein. Weil wenn sie dann überfordert ist, dann haut sie auch zu. Und zwar ohne Vorwarnung und bedenkenlos. Also ganz klar eine Einzelkatze. Klar, eine Einzelkatze, kleine Prinzessin, aber bestechlich. Und halt auch total lustig. Und wenn sie dann Vertrauen hat, ist sie auch kuschelig, lässt sich auch anfassen. Braucht sie Freilauf? Ja, auf jeden Fall. Also die muss sich draußen ein bisschen austoben, dass sie dann halt nach Hause kommt. Schöner Garten wäre vielleicht klasse. Mhm, genau. Ja, die Suzuki, unsere erste Katze. Weitere Infos zu der Suzuki bekommt ihr unter der unten eingeblendeten Telefonnummer. Die nächste Katze, die wir euch ans Herz legen wollen, ist diesen Monat unser Sorgenkind. Und zwar ist es der Amigo. Der Amigo ist etwa 5 Jahre alt und war bereits bei uns im Tierheim, wurde dann vermittelt, wurde wieder zurückgegeben, weil er... Warum? Das kannst du uns sagen. Ja, die vorhandene Katze war mit ihm überfordert. Er ist halt ein richtig lebenslustiger, witziger, verspielter Kerl. Und er will halt auch toben und er ist auch verträglich und er möchte gerne toben, aber die Katze muss ihm natürlich ebenbürtig sein und die war einfach mit ihm überfordert. Aber es ist nicht nur deshalb unser Sorgenkind, es gibt ja auch noch einen gesundheitlichen Aspekt. Genau, also Amigo hatte Struwitzsteine, er muss also lebenslang dieses Spezialfutter bekommen. Zusätzlich hat er halt auch noch einen chronischen Schnupfen, also der ist mal mehr, mal weniger schlimm. Aber man niest halt immer mal wieder und das ist halt so bei ihm. Ansonsten siehst du ja auch, er ist ein Schmusebacke. Er hat so kleine Vampirzähnchen. Hat er? Ja, hat er. Das stimmt, hat er. Und er ist also wirklich ein Schatz und er ist uns wirklich so ans Herz gewachsen. Er ist echt ein toller Kerl, siehst du ja jetzt hier auch. Ne? Trotz der kleinen Probleme, die man aber sicherlich ohne großen Aufwand in den Griff kriegen könnte. Und von der Seite wäre es natürlich schön, wenn wir diesen Monat unser Sorgenkind, den Amigo, vermitteln könnten. Weitere Infos zu ihm bekommt ihr unter der unten eingeblendeten Telefonnummer. Er ist recht aktiv. Es folgt Kanönchen. Kanönchen ist ein ungewöhnlicher Name. Ist seit Dezember bei uns im Tierheim, wurde in der Rechtinger Masch gefunden, ist etwa 10 Jahre alt. Und Silke, weitere Infos? Ja, sie ist wirklich, ich muss sagen, ich finde, sie ist eine bezaubernde Katze, weil sie ist einfach sehr charakterstark. Sie ist, sie ist ein bisschen wohl proportioniert. Also sie könnte ein bisschen abnehmen, aber man sieht ja aus, sie ist noch schon sportlich, also mit so kleinen Fangspielen könnte man da eine Menge leisten. Sie ist halt gefunden worden, ist aber schon auch eine Einzelkatze. Sie möchte der Mittelpunkt sein. Und so ein klitzekleines Sorgenkind ist sie ja auch. Ist hier angekommen, hat ganz viele kahle Stellen und hat sich da immer dran gekratzt und wir haben sie dann halt auch ausgetestet und sie hat eindeutig eine Futtermittelallergie, also unter anderem wohl auch 100% gegen Rinderfleisch. Braucht also ein Spezialfutter. Braucht ein Spezialfutter und Wohnung wäre ausreichend für sie, aber sie braucht jemand, der sie ein bisschen hofiert. Kanönchen, weitere Infos zu dieser reizenden Katzendame bekommt ihr unter der unten eingeblendeten Telefonnummer. Weiter geht's jetzt mit der Lisette. Und die Lisette ist etwa 5 Jahre alt und seit 4 Monaten bei uns im Tierheim.
Silke, was gibt's noch? Ja, wir hatten Lisette schon mal vermittelt. Allerdings hat sie nach der Eingewöhnungszeit die beiden vorhandenen Kater nicht mehr ins Haus gelassen. Es war dann alles ihrs. Also eine absolute Einzelkatze. Eine absolute Einzelkatze. Sie möchte schon im Mittelpunkt stehen, aber sie ist halt auch eine sehr selbstbewusste Katze. Das heißt, sie möchte schon ihre eigenen Wege gehen können. Sie sollte Freilauf bekommen, dann ist sie nämlich auch schön ausgelastet, ausgeglichen. Und dann siehst du ja, dann kommt sie nämlich entspannt nach Hause und legt sich auch mit zu einem aufs Sofa und kuschelt dann auch richtig. Sie ist eine richtige Schmusekatze, ne? Ja, genau. Aber sie, wie gesagt, also sie ist auch sehr selbstbewusst. Sie möchte dann kuscheln, wenn sie möchte. Und sie möchte zum Beispiel nicht auf dem Arm jetzt und rumgetragen werden. Das heißt also, Kinder sollten schon katzenerfahren sein und ich sag mal so ab 10, 12 Jahren. Weil sie, ne, sie möchte der Mittelpunkt sein. Sie zeigt sich doch hier ganz von ihrer besten Seite. Weitere Infos zu der Lisette bekommt ihr bei uns hier im Tierheim. Den vorletzten Kater, den wir euch diesen Monat ans Herz legen wollen, ist der Pokito. Der Pokito ist 7 Jahre alt und seit etwa einem Jahr bei uns im Tierheim. Und was gibt es noch, Silke? Ja, er ist ursprünglich abgegeben worden, aus gesundheitlichen Gründen. Es waren ursprünglich auch zwei Kater, also er hatte einen Kumpel, aber die beiden haben sich hier im Tierheim nicht mehr verstanden. Pokito ist ein kleiner Macho, das heißt, wir vermuten fast, dass es so was wie eine Handaufzucht ist. Er hat also gar nicht so seine Grenzen, er kennt seine Grenzen nicht. Ne? Er ist so, ja, ich sag mal so, er schmust aber nur, wenn er möchte. Und eigentlich ist er so, er steckt so voller Power und Dampf und Lebenslust und ja, aber zeigt einem halt auch, was er nicht will. Ist er beständig? Wollen wir mal ausprobieren? Ich meine, ein Monarch-Cat-Snack sind ja eigentlich immer eine Garantie dafür, dass man Katzen bestechen kann und auch er ist bestechlich. Eine Einzelkatze, klare Einzelkatze mit Auslauf, ne? Mit Auslauf. Es sollten auch keine Kinder im Haus sein und es sollten Leute sein, die Erfahrung haben. Er muss ausgelastet werden. Also er muss auch irgendwie vom Kopf her ausgelastet werden. So, hier haben wir zum Beispiel eingeführt, mit ihm so eine Art Brecki-Fangspiel zu machen. Und er ist sogar schon ein guter Torwart, was das betrifft. Ich glaube halt, wenn er wirklich auch draußen so durch die Gegend streunern kann und ausgeglichener ist, dann wird er auch wieder mehr buckybärig werden. Im Moment, wenn er nicht will, dann haut er dir auch welche. Obwohl er ja bestechlich ist, langt er dann auch richtig zu, ne? Ja, also wirklich. Und das ist auch nicht ohne. Und es ist halt auch nicht so, dass es eine richtige Schmusekatze ist. Nein, er ist schon so, also er kann darauf verzichten. Er kann darauf verzichten, siehst du? Das meine ich halt. Also der kennt seine Grenzen nicht. Ist jetzt halt auch so, er denkt, jetzt wollen wir was von ihm und so, ne? Und er braucht halt so eine gewisse Distanzwahrung. Die haben wir jetzt überschritten. Und dann ist Schluss mit lustig. Jetzt ist Schluss mit lustig. Vielleicht ist es da für euch eine Herausforderung, den Pokito ein bisschen zu zähmen. Weitere Infos bekommt ihr bei uns direkt im Tierheim. Die letzte Katze, die wir euch diesen Monat präsentieren, ist die Kimi. Die Kimi ist 7 Jahre alt und bedauerlicherweise schon 2 Jahre bei uns im Tierheim. Warum? Was denkst du? Ja, sie ist ursprünglich abgegeben worden und zwar hat sie die Lebensgefährtin des ehemaligen Halters attackiert. Ja, also sie ist sehr personenbezogen, fixiert sich sehr stark auf eine Person. Und da war, denke ich, einfach auch eine Menge Eifersucht, Überforderung und sowas im Spiel. Wir würden sie gerne in einen Haushalt vermitteln oder zu erfahrenen Leuten natürlich. Und sie sollte Auslauf bekommen. Das ist immer gut bei den Katzen, weil die einfach auch ihre aufgestaute Energie einfach draußen ablassen können. Und dann sind sie einfach entspannter auch und kommen dann gut wieder in der Wohnung zurecht. Aber sie buckt jetzt hier so ein bisschen an, ne? Ja. Ist so bis zu einem gewissen Grad, ne? Genau. Ne? Also die ist halt einfach schnell überfordert. Sie schmust, sie möchte auch gerne, du siehst es ja auch. Man kann auch ein bisschen mit ihr schmusen und so. Aber sie ist halt ganz schnell wieder überfordert, dass sie in so eine Übersprungshandlung gerät. Deswegen keine Kinder, erfahrene Leute. Einzelkatze. Auslauf wäre optimal, die Kombination und ruhig eine starke Hand auch, ne? Ja,
schon eine einfühlsame Hand. Also die einfach auch den Blick lesen kann und die Zeichen auch lesen kann und versteht. Ne? Also nicht das einfach ignoriert, sie zeigt es einem ja schon. Das ist ja nicht hinterhältig unbedingt, sondern man merkt das schon. Ne? Also es ist einfach eine Überforderung. Aber sie hat sich halt die letzten Wochen, muss man sagen, wirklich sehr gemacht. Also wie jetzt hier präsentiert sie sich ja eigentlich auch ganz gut. Das war die letzte Katze diesen Monat, die Kimi. Weitere Infos bekommt ihr bei uns direkt im Tierheim. Und aufgrund der letzten Katzenvermittlung wurden richtig viele Katzen vermittelt. Wer alles vermittelt wurde, die ganze Reihe, freuen wir uns natürlich ganz besonders drüber, weil es waren ja auch so die ein oder andere Problemkatze dabei. Infos da unten. Und wir sind ja fast am Ende. Nicht vergessen, wir haben nicht nur eine Katzenvermittlung, wir haben über 150 weitere Videos bei Tierheim TV. Einfach mal direkt auf den Kanal bei YouTube gehen von Tierheim TV. Wir sind da viele weitere Videos. Das war es diesen Monat. Wir sehen uns nächsten Monat wieder. Bis dann. Tschüss.